Ach, schön, ich wieder reinschaut. Heute gebe ich mir Trash, sind nicht nur Patrick und Miri, sondern damit Spaß haben. Wollte heute mal C64 machen. Ich habe einfach mal einen Haufen Spiele drin kopiert in einen Ordner und den werde ich jetzt abarbeiten. Also, ich werde nicht alle, sind wirklich 50 Spiele, was ich da drin geschmissen habe. Nick, weiß überhaupt nicht, was da auf mich zukommt irgendwie. Das erste sagt mir schon nichts. Battletech. Starten wir. Ich hoffe, das Ding macht hier auch alles mit. Weil ab und zu habe ich mal so ein Soundproblem mit dem Weiß hier. Ich hoffe, jetzt macht das. Ich hoffe, sonst bei euch alles tut. Ja, das Kettengeräusch hört man. Sehr schön, sehr schön. So, warum ist denn da ist er bei mir? Ich würde jetzt mal tippen, Schmapp. Von oben nach unten irgendwie oder Space Invaders mäßig. Ich zeig das nachher nochmal. Sind ein Haufen Spiele, ey. Ich hab einfach durch Zufall rin kopiert da und. Hab mir auf Namen geachtet. Einfach klick, klick, klick und rüber in den Ordner und die will ich halt von oben nach unten abarbeiten. Ich glaube nicht alle. Alligator Software sagt mir ja nix. Das ist ja ein neueres Spiel. Ich weiß es nicht. Highscore. Nee, hab keine Highscore. Das sieht schon irgendwie nicht so prickelnd aus von der Grafik. Ja, gucken wir uns das mal an. Okay. Dauerfeuer? Ja, Dauerfeuer ist dann mal gucken. What? Gibt es irgendwie einen Schutzschild oder so? Nee. Wahrscheinlich doch einen Trainer aktivieren sollen. Naja. Hä? Gigantische Donuts greifen mich an. Ja, klar. Noch ein Versuch. Nee, von 83, das Ding. Okay. Das eigene Schiff könnte sich ein bisschen schneller bewegen. Hi. Na, träumst du schon nachts von Fledermäusen und Katzen? Oder übergroßen Ratten. So, warte mal, jetzt war ausweichen angesagt. Wer kommt denn auf die Idee, so einen Scheiß zu machen? Ich glaube, die Ecke war total blöd. Alter, der Sound ist ja die Hölle. Okay, und es fängt wieder von vorne an. Also das habe ich damals als Kind definitiv nicht gespielt auf dem C64. Und ich habe es auch nicht vermisst, ne? Jetzt schon wieder? Ach, ich bin ja Schuss unten erstmal weiterhin da, so gut. Und das ist das ganze Spiel jetzt? Durchgekommen, dann denkst du ja, du bist draufgegangen, so wie jetzt. Der Sound ist aber jetzt irgendwie auch nicht so. Warum fahre ich darin auch nicht so arcade-mäßig irgendwie so? Ja, komm, alle guten Dinge sind rein. Dritten Versuch mache ich noch. Danach kommt nicht was anderes drin.
Also ein bisschen höhere Geschwindigkeit wäre nicht schlecht bei dem Ding. Okay, nächstes Spiel. Mal kicken. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich schätze, das wird ein bisschen zu klein sein, ja. Was ist das da? Behemoth? Ja, irgendwas. Piracy, since Oktober 91. Boah, starten wir mal. Also da sind hier so ein paar irgendwie alphabetische Orte und glaube ich gar nicht. Ja, gucken wir uns das nächste Mal an. Ja. Nicht da weg, den ertragen, heute waren wir irgendwie auf C64, ey. Auch schon wieder diese Farbpalette. Ein bisschen leiser machen hier. Leertaste? Ah, Leertaste. Okay. Nö, müsst nicht unsichtbar sein. Ja, und wie kann ich schießen? Kein Ton, kein Schießen. Stört ihr das Dauerfeuer vielleicht? Kann ich schießen? Hä? Bin ich jetzt, nee, doch, unsichtbar bin ich nicht irgendwie, aber ich kann nicht schießen. Was bringt mir das jetzt, wenn ich nicht schießen kann? Das ist doof. Schade eigentlich, das sieht eigentlich so ganz nett aus. Warte mal, Alt-J war das doch gewesen, war an einem Port drin? Naja. Geht nicht. Das ist doof. Nächstes Spiel. Okay. Killer Sorcerers. Also 50 Spiele, den kriegen wir schon voll. Ah, ich wusste. Parallax Scrolling. Mucke ist gut. Das war egal, die Version C64, die Mucke, die hat echt was gehabt. Dirk mal noch gerne. Wann ist das Ding? Mit der jungen Jahr? 2020. Ui, so was mal. Okay. Schließen die hoch jetzt mal? Ah, die stürzen runter zu mir. Also die Hintergrundgrafik ist schön gemacht. Ups. Das ist ganz nett. Spaß. Mal nochmal. So, ich mit dem Treffen habe ich es auch nicht drauf. Ey. Thank you.
Da war. Ich glaube, hätte ich den jetzt getroffen, hätte es ein paar Punkte mehr gegeben irgendwie. Boah, krass. Multikill. Ich bin mal gespannt. Kommt jetzt was anderes oder wiederholt er sich eigentlich nur? Doch, bin ich getroffen worden. Ja, jetzt bin ich getroffen worden. Putsch. Die Necke jetzt ja hier unten mitgekriegt. So, also, das macht Spaß. Da mag ich noch ein, zwei Runden. Es sind nur Retro, ey. Ey, sag mal so, die haben sie von der alten Hardware programmiert, oder zumindest auf dem Emulator irgendwie. Ich find's ganz interessant, wenn sie auf den alten Kisten noch was machen, Homebrew, was die teilweise heute noch rausholen können. Aber ich glaube, da könnten noch ein paar andere Spiele mit bei sein, die auch ein bisschen jünger sind. Also ich muss hier stehen, also ja, ihr seht es ja, ich bin nicht am Original C64, bei mir ist das Kettenlaufwerk kaputt und ich habe die ganzen Spiele ohne auf Diskette. Und die Disketten, was ich noch habe, die werden zum größten Teil schon Schrott sein. Halt und jetzt gerade mal drauf, halt nur Grenze an Zack und Schüssen. Ah! Ich habe eine begrenzte Anzahl von Schüssen. Na gut, aber. Das sollte kein Problem sein, wie es so aussieht. Wird später noch ein Problem. Vielleicht 70 Stück noch? Ups, geht doch schon weiter. Ha. So groß schwer ist es nicht.
Also für einen Highscore, ja, freuen, könnte es sich eventuell ein bisschen länger hinziehen. Sonst nicht. Einmal probiere ich es nur. Ihr seid mir ausgeliefert. Aus. Na, vielleicht schaffe ich nochmal das Score. Ohne Bierchen geht das nicht. Letztes Wochenende habe ich jetzt durch Patrick, Mischa, Ingo und wie als andere nochmals auch mal selber jetzt, na, Life is Strange Before the Storm angefangen, was ja seit Ewigkeiten bei mir auf Pile of Shame drauf lag und ich fand das Spiel auch mega geil. Und vielleicht nächste Woche in den zweiten Teil dann machen. Also ich will die auch dann chronologisch spielen, hat aber auch wirklich Spaß gebracht. Ja. Ja, Highscore. Die 8 sieht aber ein bisschen arg komisch aus. Wa? Ach, jetzt werden sie schneller. Also die Geschwindigkeit hätten sie von Anfang an machen sollen. Ups, den habe ich gar nicht gesehen. Falsch. Ja, das ist nice. Das kann man spielen. Aber mal gucken, was als nächstes dann ist. Kong.
Keine Ahnung, ob das auch was Neueres ist. Lassen wir uns überraschen. Da irgendwas vom Wanderding ist. Leertaste? Leertaste. Ja, mach mal Unlimited Life mal. So jetzt. Düdüdüdüd. Hm? Ich glaube, welches Spiel haben sie dann nachgemacht, so. Okay. Düdüdüd. Ich wollte da hochspringen. Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Will ich jetzt zweimal hintereinander drauf werden? So, ich muss doch da hochspringen können, oder? Ah, okay. Warte mal, da muss ich dann... Springen doch! Ja, wirklich ist ja ganz nett gemacht. Die Musik ist auch süß. Die Steuerung ist bloß ein bisschen arkaklet. Okay. So früh hochgesprungen. Ja, geh doch rechts rüber. Achso, warte mal, weil die Liane ist. Oder was? Ah. Ja, spring doch. Hä? Wo muss ich jetzt? Gehen die runter oder rauf? Hm. Okay, nächster Versuch. Naja, so. Okay, Kollisionserfahrung ist auch ein bisschen komisch. Da hätte ich jetzt gedacht... Ach ja. Warum Bus ging schwer? Also den Schlüssel. Also kommt der beim Schlüssel an der Seite rauskommt, ist ja wirklich für den Arsch. Alter, für 130 ging mal im Hintern ab und dieser mit einer Federrolle mal einigermaßen vorbei noch und geht drauf. So, okay, hier brauchst du wieder eine Millisekunde genaues Timing. Ja, und wie soll ich denn das da... Ich hätte vielleicht ganz nach links außen gehen können. Okay. Mal. Geh doch hoch. Das wird definitiv keins meiner Lieblingsspiele. Also diesmal ging ein Vogel voll getroffen am Arsch. Aber geh nicht drauf. Ja, wie soll ich jetzt hier schaffen? Also dann müsste ich ja wieder runter und von vorne und och. Ah, okay. Also da kann ich mir irgendwie... Mensch! Ich glaube, den ersten Level werde ich nie schaffen. Wir springen noch hoch. Ja, hallo.
Olli, du regst dich nicht auf? Nein, das war doof. Ich hätte kurz warten sollen. Ah, ja. Warte, das Spiel sieht irgendwie so aus. Warum bin ich jetzt nicht drauf gegangen? Warte mal, so. Warum springst du zweimal? Ja, was soll ich jetzt? Das ist doch unfair. Kann er sich hier festhalten oder? Nee. Nee, der kriegt ja einen Wutanfall gleich. Nee, nee, ja, nennt mich falsch, ey, und sonst irgendwas, ey. Lass ihn in Ruhe, das hört sich mir nach mir nicht schmackern. Oh, ist auch kein Retro von 21. Gucken wir uns an, was wir da gemacht haben. Wie gesagt, da werden bestimmt einige aus den letzten Jahren dabei sein. Ja, Army of Darkness ist schon mal cool. Also ein Schmapp, der wirkt, als wenn er aus irgendeinem so Construction Set ist. Warum habt ihr keine Mucke in das Spiel drin gemacht? Das würde deutlich den Spaßfaktor erhöhen. Weil sonst diese Tjum, 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 Tjum. Ja, das sieht echt nach so einem Construction Kit aus. Ist jetzt auch nicht wirklich so der Burner. Also schlecht kann man hier sagen. Autsch. Echt zu Luft zu treffen oder was? Okay, der gedacht, den krieg ich nur so. Was sind das eigentlich eben die Wesen? Wattebällchen? Die Dinger erinnern mich irgendwie an diese hier, Spiegeleier zu Ostern, diese aus Zuckergummi waren da irgendwie so Gelatine-mäßig. Was hat der gemeint? Irgendwie muss ich daran denken. Frag mich nicht wieso. Sigmund Freud würde jetzt seine Freude an mir haben. Warum denkt er jetzt an diese Spiegeleier von Ostern? Ein bisschen Abwechslung würde auch gut.
Ist da irgendwo nochmal ein Big Boss oder sowas? Oder ist hier... Die schießen doch nicht auf ihn. Das sind ja alle bloß Sterne im Hintergrund. Also hier war mit dem Schuss. Haha. Also, für das Protokoll, auch im 21. Jahrhundert wird noch einiges an Crap produziert für den C64. Okay, es gibt noch schlimmere Zeug, aber irgendwie so... Ein bisschen mehr Kreativität würde ich heute schon erwarten, ehrlich gesagt. Ist da irgendwie auch mal so ein Endboss oder irgendwas? Oder nur für die Spiegeleier, Wattebällchen und... Also irgendwie ist das ein bisschen dröge auf Dauer. Wäre für ein Message-Spiel. Ja. Kommen wir nehmen halt andere, das ist irgendwie so ein bisschen mehr Abwechslung hätte gut getan. Mad Racer, hä? Hallo? Spinnst du jetzt hier rum? Mad Racer. Ist das was? Hätte was? Hätte ich doch viel achtet, ob das da stand. Okay, 2018. Ist das jetzt einfach nur... Was hier drin der Rohrfahrer? Es rauscht, aber... Kann ich kaputt gehen? Nee. Aber mit Treasure rechnet heute aber nicht so viel. Sie kann nicht schießen irgendwas. Ich kann hier beschleunigen irgendwie. Ich muss hier irgendwie nur durch. Also richtig. Ah, okay, dann kriegst du irgendwie, verlierst du deine Energie, damit du hier hinkommst. Ja. Wird schneller. Hm, okay. Hm. Oh. Also okay, auf dem 2600 hätte ich so ein Spiel erwartet. Okay, vielleicht nicht mit so einer bombastischen Grafik. Die wäre ein bisschen arg bombastisch führen. Ja, und dann wirst du so schwer, dass man eigentlich an dem, schnell, dass man es nicht mehr schaffen kann eigentlich. Als normales menschliches Wesen. Nächstes Spiel. Kann ich denn irgend so eine Perle sein? Pac-Man. Da geht man auch stark von aus, es wird ein neueres sein. Oder nach Popeye. Da bin ich mal gespannt. Da warte ich jetzt irgendwie in Television so mäßig von der Grafik bei Popeye. Aber kicken wir uns erstmal Pac-Man an. Bam, 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 bam. Ja, mach mal eine Mitte. Da ist 2020. Nein, nicht unsichtbar. Okay.
Kreiespenster? Jetzt sind wirklich nur drei Spenster, hä? Okay, mal eine Frage an die Pros hier, die Anwesenden. Ich konnte doch mehr als vier Sprites auf dem C64 drum machen. Und so ist die Umsetzung ganz nett gemacht, ja. Die Farben könnte man sich noch streiten. Und irgendwie kommt hier mal runter, dann nicht mehr rum. Ja, und. Ha. Ey, hallo? Du sollst doch. Da. Warte, nur ich krieg den hier unten drin. Okay, das, was ich jetzt nicht gesagt habe, habe ich nicht gesagt. Also die Steuerung ist so leicht hakelig. Die Musik haben sie gut gekopfert. Aber optisch schöne Umsetzung, spielerisch irgendwie so. Nicht so wirklich. Warum kommt denn dann nur ein Gespenst immer raus? Das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir zwei. Ey, sag mal, ist du da oben mal drin, ey? Also, das Ding ist wirklich, wirklich schlecht. Weil ich bin so dämlich bei Pac-Man, also beim echten Pac-Man. Warum läuft der automatisch von Anfang gleich nach links rüber? Da schaffe ich nicht den ersten Level. Sehr selten nur. Jetzt bin ich in der Sackgasse drin hier. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Spenster generell von mir abholen wollen. Das lag jetzt an der Steuerung. Das lag jetzt nicht an der Steuerung. Ja, du kommst hier da unten lang, ja. Oh, ich probiere da oben. Da leckst mir am Arsch. Unentschieden. Komm, das war ein Unentschieden. Schau ich nicht mal. Der läuft sofort allerdings los. Ja, okay.
Bisschen argmutig von mir. Wird noch langsamer dann, Sebato. Ja, sobald du dich nicht mehr fressen kannst, fühlt schneller. Geh doch mal. Hä? Was ist das jetzt? Hä? Ist noch jemand über? Kinder, bin ich jetzt blind oder was? Hier ist doch keiner mehr. Ja, was soll ich jetzt machen? Wieso habe ich jetzt so? Ich glaube, das Spiel hat einen Bug. Komm, ich sterbe freiwillig. Kann ich jetzt immer mehr sterben? Ich sehe nichts mehr, was ich fressen könnte. Gut, jetzt kicken wir uns mal Popeye an. Da bin ich mal gespannt. Also da ich ja bis jetzt nur die Philips G7000er Version mal gespielt und in Intellivision. Im tiefen Innern hasse ich Popeye. Ich habe schon Popeye als Kind gehasst. Ich habe den nicht gemocht, wenn ich die Olivia hier sehe. Aber, oh, ich hätte damals als Kind schon altmöglich im Fernseher rinschmeißen können. Ja, okay. Oder Joystick. Sehr gut. Ach so. S to start. Hä? Was ist das? Ich weiß nicht, kennt ihr das Popeye-Spiel? Das sieht echt ein bisschen anders aus. Was ist das? Gucken kann ich mich auch nicht. Ich hab jetzt mit was komplett anderen gerechnet. Weil sonst hast du ja so. Ne, also eher so ein bisschen diese Donkey Kong-mäßige und so was. Also du hast da mehrere Plattformen, musst die Herzchen einsammeln. Ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl Herzchen, dann ging es zum nächsten Level. Aber das war nicht so. Was? So, der kommt bei mir jetzt vorbei. Warum kann ich jetzt hier irgendwo? Nee. Wie kann. Ja, ja, und die Ballone erst mehr. Feuerknopf. Feuerknopf macht nichts. Kann nur laufen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ah! Joystick nach oben springen. Hä? Ist das Zeichensatzgrafik? Nee, kann ja nicht sein. Aber irgendwie ein bisschen komisch dargestellt. Ja, das ist wirklich What the fuck, trifft das echt ganz gut. Also, Popper sieht ja ganz nett aus. Die Geier sehen eigentlich auch ganz gut aus, aber. So, warte mal. Ey, aber zeig dir mal, ich kann da nichts machen gegen die Geier. Ich gebe mal neu hin. Ja, S. S für Start des Spiels. Links, rechts, rauf, runter. Was macht er denn bei H? Wenn ich jetzt H drücke. Achso, H ist eine Pause. Nee, doch nicht. Doch, ist ruhig H. Feuerknopf jetzt weiter. Warum, wohin wollte er nicht da oben hinlaufen? Ich weiß jetzt. Jetzt springt der runter, wo ich nach links gegangen bin. Prost. So, jetzt kommt der Pleitergeier wieder. Wo bewegt er sich? Jetzt kann ich aus dem Bild nicht raus. Oh,
Opa, er leckt mir am Arsch. Alien Patrol. Da rechne ich jetzt irgendwie so mit einem Moon Patrol Klon. Das sieht nach Listing aus einer Zeitschrift. Just Jason Brigham Interview, hä? Oder so ganz einfaches. Mit Fadenkreuz abschießen. Also das sieht echt voll nach Listing aus. Das ist von irgendeiner Zeitschrift. Sollen Patrick und Miri noch irgendwann mal rumheulen, dass die so einen Trash auf dem C64 spielen müssen? Das ist, ja, komm. Ah, jetzt kann ich, da kann ich schießen? Ich sag jetzt mal, okay, das ist ein Listing aus irgendeiner Zeitschrift gewesen. Miss? Hä? Habt ihr getroffen? Auch runter geht nicht. Was macht der Hubschrauber da? Ich kann da nicht mehr schießen. Ich kann ja nach oben noch nach unten schießen irgendwie. Also da würde ich sagen, treffe ich das Ding jetzt. Sollst du treffen, oder? Ach so. Ich bin jetzt der Hubschrauber. Okay, nochmal. So. Moment, muss ich mit dem Hubschrauber machen. So, ja, und. Ja, was denn jetzt? Links oder rechts? Ich mach das jetzt zur anderen Seite gesagt. Oh. So, okay, jetzt mit der Hubschrauber. Und da kann ich bloß so. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder Hubschrauber. Wenn ich da drüber bin, Netz, und dann habe ich das Alien gefangen. Ach komm, okay. Das ist jetzt ein Listening-Spiel, das hat jeder zu Hause mal selber programmiert. Ich würde mal tippen, bis du um Basics Ende Ding. Okay, ist jetzt bestimmt nicht der Brüller, aber dafür... Miss? War da drüber? War ich nicht exakt in der Ecke gewesen, aber ja, okay. Warum fangen wir eigentlich dieses putzige Alien ein? Miss, das verstehe ich jetzt nicht. Also ist drollig gemacht für so ein Destiny-Spiel. So, ich bin jetzt hier noch in der Mitte. Ey, du musst wirklich haargenau in der Mitte sein. Das ist das ganze Spiel, aber das greift dich doch irgendwie auch nicht an, das Ding. Macht das auch was? Ich glaube, das Vieh sollte mal zum Augenarzt gehen. Es hat so Augenprobleme. So, jetzt bin ich, ne, sagen wir mal so, bin ich in der Mitte, ja. Ich weiß. Okay. Gut, Listing-Spiel ist in Ordnung, aber... Boah. Ich glaube, das sagt man sehr vom Namen hat. Okay, ist auch nicht so selten der Name.
Alles klar. Ich kürze ein paar. Achso, F1 dann. Oder nicht F1. Ach, Return-Taste. Gruselige Musik. Die Außerirdischen kommen. Weiter? Zwangsintro oder? Gut, eine Bierpause. So, gerne. Check the Reflex. So ein Arkanoid-Ding oder sowas? Also, jetzt hat er anscheinend den Level schon übersprungen. Was ist das jetzt? Okay. Was ist das jetzt hier vom Spiel, die einfach da rauszubuchsen oder was? Ja. Ah, ich muss hier einfach bloß immer wieder nach oben machen und... Vermutlich jedenfalls mal. Wenn man eher runterkommt, habe ich verloren. Ach, das ist die Flimmer hier dabei, in sind tierische Nüsse, ey. Also man doubt es oder so, da irgendwie, dann muss er gleich nachladen. Ich glaube, das erlebe ich zum ersten Mal auf dem C64. Ja, der lädt den Level nochmal neu. Den Ball kann ich womit bewegen, wenn ich ihn geschossen habe. Also die Musik ist besser als das Spiel. Und was soll der Hintergrund eigentlich darstellen? Was hat das mit dem Spiel zu tun? Komm, ihr wart doch damals alle auf Drogen, würdet ihr gemacht haben. Ich habe erst keine Chance weiter irgendwas zu schaffen. Ja, schieß doch mal hier. Ja, ja. Das ist irgendwie nicht mein Spiel. Das ist irgendwie... Ball, Rogat. Ball, Rogat. Start. Ach,
rechten Knochen mal ein bisschen bewegen. Ja, startest du jetzt, lädst du was? Gar nichts. Ah, fängst an. Ach, Balrog. Ganz verkehrt. Balrog? War das nicht bei Herr der Ringe im Balrog? Was ist Icke? Niki ist ja wohl. Ich denke, warte, Niki, ist das nur Adventure? Das sieht mir irgendwie nach. Okay, nein, Adventure mache ich nicht. Nächstes Spiel: Bubble Dizzy. Wo ich früher ein Jahr nicht gespielt habe. Also damals waren ja Text Adventures noch. Die hatten damals was. Heute reizt mich ein bisschen mehr. Was ich mal spielen könnte wieder, also könnte ich auch mal hier machen, Alter Ego. Das fand ich damals richtig cool. Ist ja auch ein Adventure im Endeffekt, was ja Harvard-Uni vom paar Psychologen entwickelt worden ist oder so. Ach du Scheiße, ich sehe es schon kommen. Ich muss mit irgendeinem Ball durch die Gegend hüppeln. Ne, bitte, Lives, ja, gib mir. Ja, Zeit würde ich auch implementiert haben. Sauerstoff, nö. Keine Ahnung, ein bisschen Schwierigkeit muss drin sein. Ja, ist das schon mal putzig gemacht. Get ready, Dizzy. Ich habe jetzt nur den Feuerknopf gedrückt. Den habe ich nicht gemacht. Feuer ist aus. Okay, ich drücke den Feuerknopf und... Ich verstehe das jetzt nicht, wenn es... Okay, jetzt... Ach, wird der Vorspann oder was? Level 4, oder? Also das muss ich über mich ja gehen lassen jetzt. Aber jetzt kann ich nichts machen. Warten wir mal ab. Das ist voll der Grund, weil ich wieder. Da oben. Und anscheinend muss ich mich von da unten nach oben durcharbeiten, oder was? Ja. Und darf nicht zu tief runterfallen. Ach du Scheiße, ey. Das ist ja ein neues richtiges Spiel für mich. Jetzt brauche ich wenigstens die Intro diesmal nicht bei mich ertragen. Bei mich ertragen. Ertragen. Hä? Ja, wie ich das gemacht? Wieso Level 5? Doch eh mal. Wo fängt das jetzt wieder da an? Das ist so krank. Ich verstehe es nicht. Cargo, ja, komm, Cargo. Das war mir jetzt echt zu hoch. Mit den Leveln war es okay verbunden gewesen. Also hier ist, wenn du drauf gehst, gehst du ein Level weiter und der genauso aussieht wie der andere. Ach, guck mal, verschiedene Musik. Ein bisschen kurz. Hm.
Ja, okay. So, Leertaste, Leertaste. Gucken, was das ist. Der Nick hat's gekriegt. 88. Grüße raus an Nick. Ist egal. Ja, gib mir unendliche Leben. Boah, sind wir hoch. Mir geht es ja auch so ein bisschen um Zeigen der Spiele und ich muss immer jedes Mal zum Idioten machen, weil ich zu scheiße bin. Stören? Nope. Nein. Hallo? Gerade nochmal Alt-J gewesen, war. Joystick umändern. Irgendwie will er nicht. Na, mach doch mal. Kinnas. Warum startest du nicht aufhören? Nächstes Spiel. Okay. Was ist das jetzt so? Kommen die Aros. Zwei, ab ins Spiel. Startgame. Los, okay, ja. Und weiter. Nein, ich möchte. Ach Gott, welche Taste sind das da? Ja, das ist Run-Stop. Was ist ein Run-Stop hier auf der normalen Tastatur? Escape? Escape hat es abgebrochen. Gut, ich weiß nicht, was die Run-Stop-Taste ist. Okay, komplex. Also da habe ich jetzt irgendwie... Weiß nicht, da muss ich jetzt an Adventure denken, wenn ich jetzt so sehe. Könntet ihr noch von euch? Ach, ei. Ich habe mal nachgeguckt auf Google Maps. Stefan, Horstmann 49 hat gewohnt. Aber wollen die Spiele jetzt hier nicht mehr, oder was? Hallo. Was los? So, okay, machen wir mal einen Hard Reset. Hier ist da. Okay, komplex machen wir das dann hier gleich. Ja, Grüße nach Husum zurück, ne? Hi. Ja, unbegrenzte Zeit. Ich mal Bier nachkippen. Okay, Titelbild sieht schon mal nice aus.
Titus, Titus, Titus? Die sind auch ein bisschen bekannter. Logo? Y gleich Z, das ist eine gute Frage, ich glaube ja. In C64, ja, aber das umgedreht gewesen auch. Warte mal, Titus, hier haben wir doch irgendwas. Dieser Fuchs, was das da sein sollte. Kenne ich doch irgendwo, ja. Helft mir doch mal auf der Sprünge. Also auch bei bekannteren Spielen ist irgendwie so C64 Amiga irgendwie noch so. Da müsste nicht Matilda kommen dann. Hey, ich hoffe, dieses Jahr klappt das mit den drei Fragezeichen an der Waldbühne. Seit zwei Jahren, nee, drei Jahren, nee, die Karten hier schon rum, ey. Was zu laden hat da was? Dann gieße ich mal ein bisschen Bierchen nach. Eine kleine Pfütze ist noch drin. Das hört sich so an, als wenn er noch lädt vom Geräusch her. Es hat geladen. Okay. Okay, du machst. Es friert immer wieder ein. Ja. Du startest sofort. Und dann beim Bewegen friert es ein. Das scheint ziemlich buggy zu sein. Gut, Crush. Ey, wirklich, hast du den Joystick bewegt? Eingefroren. Den Sound, was ich gehört habe, der war auch nicht gerade so mit der Brille gewesen. Achso, ich habe den Weiß ja mit den Grundeinstellungen laufen. Ich weiß überhaupt nicht hier mit Speedload oder sonst irgendwie funktioniert richtig. Ich bin froh, dass ich da zum Spiel zum Starten kriege, ehrlich gesagt. Ey. Ja, uninstallieren ist erstmal okay. Nö. Das hört sich jetzt noch einen Schmapp an. Dieses Logo haben die doch auch irgendwo geklaut. Damals echt frustrierend gewesen, gerade wo noch die Tape-Zeiten auf C64 waren. Hast du von irgendeinem Kumpel Spiele gekriegt, hast du dann die Laden, dachtest, ach du Scheiße, was ist das für ein Müll? Ich weiß nicht gerade, was ich, da muss ich mit C64 wirklich zum Laufen kriegen. Ich glaube, ich habe sie noch. Diese ganzen Input 64-Dinger. Also ich gehe mal von aussehen, oder darf man nicht gegenfliegen? Dauerfeuer on. Das sieht schon mal ganz nett aus.
Ja, das entschied ich doch mit den letzten Dingen, was nicht gelaufen ist. Deswegen mache ich immer unbegrenzte Leben. Na, stillen Hoffnung verstecken. Jetzt mal das ein Power-Up. Ja. Och Mensch, Scheiße, kommt wieder hinten hin. Ja, das ist aber gut. Schätze mal, da darf ich durchfliegen, das wird nicht kommen. Jetzt bitte nicht wieder ganz von vorne anfangen. Klar. Ist aber gut. Mensch, ey, wo fliegt denn da wieder hin? Mann. Also leicht ist es aber wirklich nicht. Na, aber ist gut. Mensch, die scheiß Rakete, ey. Mann. Hey, warum gab's jetzt mal kein Power-Up? Ich hab die Schiffe anscheinend nicht gekriegt, scheiße. Also ich glaube, dass ich nie hier, ich werde niemals weiterkommen als Level 1 bei dem Spiel. Die Feuerrate könnte auch ein bisschen höher sein. Ach, das Ding war es hier, wie es mit dem Power-Up war. Manche Spiele auf dem C64 waren damals echt so, ey. Es gab immer noch irgendeinen im Freundeskreis, der die richtig gut fand, dann irgendwie. Schleck mir doch am Arsch, ey. Dass diese graue Schiffe sind mit dem Power-Up, ne? Irgendwie bin ich zu doof. Ach, die Köter Not wieder draußen rum, hält sich wieder mit dem größten, ey. Ja, ich wollte unbedingt den Power-Up haben.
Hier draußen ist gerade eine runde Party. Ja. Sollte den Kötter in die Schlucht da rumklopfen, ey? Sag mal. Ich geb's gleich auf, ey. Das ärgert mich bei so einem Spiel dann. Ich krieg die wirklich nicht schlecht. Ich bin einfach zu blöd dafür, ey. Naja, nur ohne diese Power-Up hast du keine Chance dann irgendwie. Das musst du irgendwie kriegen. Jetzt müssen wir den Smart Bomb nehmen. Komm, die hat ja vorher abgeschlossen, ja. Hey, warum ist der nicht kaputt gegangen? Der flüchtet jetzt darin. Okay, jetzt bin ich jetzt mal einzeln drücke. Besser mit dem Feuer, weil irgendwie. Oder das geht. Unten rum? Okay. Kriegt die Power Up aber nicht. Aber kannst du auch probieren. Ja, ich glaube, du hast recht. Hey, das war ein guter Vorschlag von dir. Echt. Aber warum? Danke für den Vorschlag mit unten rum. Kommen die von? Er ist nicht wieder von vorne. Ja, zum Glück nicht. Die roten sehen aus wie Schuhe. Scheiße. Ich bin ja schon mal zufrieden. Jetzt nicht mehr ganz von vorne anfängt. Och, für meinen Geschmack hätte das Schiff so ein kleines bisschen kleiner sein können. Hier dann oben rüber. Okay. Jetzt gib mir doch mal einen Hitmarker.
jetzt gleichzeitig draufgegangen oder nicht? Nee, okay, anscheinend nicht. Sag mal, sieht hier irgendwie einen dicken Trefferfeedback kriege. Ah, Herz krieg ins. Aber irgendwie macht der nichts gegen mich. War jetzt ein bisschen langweiliger Boss, der hat überhaupt nichts gemacht. Boah, Level 2. Also Crush ist gut. Okay. Oh Gott, jetzt wird nach unten geworfen, oder? Ah ja, okay, da schmeißt die Bombe. Das ist wirklich mal ein richtig geiler Shooter. Ja, okay, jetzt ist die Hauptschwierigkeit, da durch zu manövrieren. Scheiße. Ich glaube, die Kugel muss ich mit meiner Spitze anfassen, ne? Hm, okay. Der Soundtrack ist, fällt mir richtig gut zum Spiel. Blaue berühren? Warte mal, ich muss mal gucken. Bitte blaue darf ich sehr berühren. Okay. Im ersten unten durch. Wir versuchen Gegner noch und das nächste Spiel.
Und hat er aber später abgeschlossen, ja. Kann ich den noch platt machen? Nee. Erschießen kannst du den ohne. Wollte ich mal ausprobieren. Sag mal, hä? Wo bin ich dem Ort denn schnell durchgekommen? Ja, auch das war mein Arsch gewesen. Die hätten es ein bisschen kleiner machen sollen. Aber dafür sieht es gut aus. Sag mal. Jetzt sind wir aber gerade durch. Ja, komm, okay, einmal probiere ich es noch, dann kommt das nächste Spiel. Oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, kann ich, sehr gut. Okay, nächstes Spiel. Und zwar zwei Flieg jetzt hier neu. Das ist aber richtig gut. Also Crash ist wirklich sehr geil. Debug. Situation. Keine Ahnung, was das sein soll. Debug. Ja, wäre da eins mit dem Randbebau. Ja. Aber Crash war so eins der besten Sidescroller-Schmaps, die ich von C64 gespielt habe. Finde ich jetzt richtig gut, das Ding. Shiredware Corporation, Jedatronic Arts. Menschen und Roboter. Keine Ahnung. Hat jedenfalls einige zu laden. Der lädt, wie sich dann hört.
Was ist das? Ich mache jetzt gerade nichts. Jetzt habe ich einen Feuerknopf gedrückt. Ja. Hallo Männchen. Gut, ich würde meinen, ich bin in einem Computer drinne. Ich mache aber jetzt nichts. Leertaste. Was soll das sein? Okay. Jetzt läuft der Lüfter, er wurde eingeschalten. Kann ich das Spiel jetzt anfangen? Und der Roboter. Ich mache nichts. Ich mache wirklich nichts. Anders. Okay. Kennt einer von euch das Spiel? Weiß, was man da machen muss? Ich höre ein Nein. Sehr gut. Eins der Spiele, die ich nicht weiter ansehen will. Deceptor. Leute, das hört sich jetzt wieder noch ein Shooter an. Was ist denn für ein Zeug? Das Spiel hat mir jetzt gerade total verwirrt. Ja, aber es lädt. Also ich höre den Sound. Also müsstet ihr nicht auch nur so leicht hören. Wenn sie klingt, frage ich mir eh, ist das wirklich so einigermaßen simuliert von dem Ding? Oder ist das einfach durch Zufall, was die da gemacht haben beim Voice? Schau mal, der Sound gewesen, der zwei, drei Mal hintereinander kam und wusstest du, okay, Arschkarte jetzt und läuft nicht mehr die Disk. Nur so alt, von 86. Ja, 386, ja, hatte ich auch gehabt. Ich hatte nur ein SX. Ein DX sagt, wenn man sich gekriegt gehabt. Das war, Alter, das Ding hat echt gebraucht, bis der hochgeladen hat, ey. Für den Speicher hochgezehrt hatte. Ja, und ich habe mal so Essex, nochmal ohne mathematischen Core-Prozessor. Das heißt, da gab es mal so einen Emulator, der was den Core-Prozessor nachgeäfft hat, irgendwie. Ja, okay. Your List of Heroes, Junior Complexus Jet Again. Erste Challenge, ja komm. Ich wünsche dir nur good luck. Ja, du mich auch. Nee, ich glaube, ich hatte 20. Ich glaube, ich hatte 20 Megahertz. Mir ist 20, aber 25, glaube ich, so, ja. Ja, die Pro-Prozessoren, die waren echt teuer gewesen damals.
Aber Wing Commander lief auch drauf, wenn auch ein bisschen stockend. Aber es lief. Oh. Bis jetzt ist ein Feuerknopf gedrückt. Verwandle ich mich? Ich mach mal Dauerfeuer aus, das hilft vielleicht. Die Musik ist ein bisschen nervig. Zeig Feuerknopf gedrückt. Das macht nichts. Dauerfeuer ist aus. Okay. So schießen kann ich jetzt nicht. Was passiert jetzt? Er lädt. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nicht draufgegangen. Er lädt jetzt wieder das ganze Spiel nochmal von vorne. Ich weiß es nicht. Okay. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Deneb. Deneb Pick. Deneb. Wow. Keine Ahnung, was das ist. Mal in der Hand. Ja, ich drück Feuer, das passiert nichts. Jetzt ja. So ein dummes Gefühl. Also ich habe eben gedacht, dass es bloß so eine Intro ist. Oh, okay. So, da Feuer an. Okay, das könnte nicht zerschießen. Hier ist irgendwie nichts zum Zerschießen. Okay, ah, jetzt kommt was. Ein bisschen mehr Feinde wäre nicht schlecht. Warum bin ich denn jetzt draufgegangen? Ach, Juhl, okay. Also muss ich irgendwie mit auftanken noch wo. Bis wo? Ah! Du kannst rauf und runter fliegen noch. Ah, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich auftanken könnte. Also mich stört das gerade beim Spiel mit dem Sprit. Okay, ich kann rauf und runter fliegen. Also da krieg ich jetzt... Krieg ich da rum? Nö, da krieg ich auch keinen Sprit. Ach, warte mal. Ah, es wird so ein F darstellen. Dann schreibt das doch hin. Ja, jetzt zeigt nicht hier noch Sprit. Mit dem Sprit ist ja scheiße. Okay, das hat der Blinker, das ist so ein F-Sim für Fuel. Okay. Sieht ja so schon mal ganz nett aus.
Scheiße, ja, hochfliegen. Jemand. Ja, aber irgendwie geht es mir gerade so ein bisschen auf oben, ey. Jetzt ist es abgestürzt. Ach nee, hat sie eine vorne irgendwie. Jetzt hat er anscheinend gerade probiert, ein Level zu laden oder sowas. Wenn ich den Joystick nach hinten ziehe, fliegt nach oben. Das ist das Komische daran. Also wenn du nach unten gehst, dann fliegst du auch schneller. Naja, okay. Holla, holla, holla. Jetzt geht nach unten. Mal gucken, wenn ich hochfliege, ob ich dann die F's dann auch kriege. Nee, ich muss runterfliegen, ich muss tief sein. Ach ja, in der Schüler ruft sich die Mauer, ey. Na gut, einmal probiere ich es noch, ey. Ach, Scheiße, verpasst, Kacke. Ich wollte rüberziehen, dachte mal, gegen Bedel kriege. Naja, beide kannst du nicht kriegen. Ja, irgendwie ist das aber. Also, begeistern tut es mich nicht. Wenn du einen Fuel verpasst hast, warst du gewesen. Das finde ich wieder zu knapp gemessen. Dass du null Toleranz hast. Die Geschwindigkeit ist auch egal, also wie die verbraucht wird. Da oben bist oder unten bist. Das ist mir echt zu doof. Irgendwie. Nee. So, was machen wir denn noch? Na, eins machen wir noch hier. Echo Hawk. Mal gucken, was das ist. Ich mag ja dieses Prinzip eigentlich, wenn du auch nochmal auftanken musst und mir dann Energie nachladen musst. Halt. Aber das ist jetzt wirklich, wenn du null Toleranz hast. Ja, also macht es mir keinen Spaß. So, machen wir F7 einfach. Wo ist F7? Kannst du ja so doof lesen da. Wie können die...
Da sind jetzt eben ein paar durch mich durchgeflogen, würde ich sagen. Ja, ja. Okay, du hast ein Shirt und es geht nach und nach runter. Das ist bestimmt irgendeine Anzeige gewesen, die ich einfach nicht gesehen habe. Game over mit einem Schrift? Also da toppt mir schon ein Spiel dann tierisch ab dadurch. Doch, du kannst ja nicht mal ganz nach oben, dass du diese kleine Feld hier, wo du dich bewegen kannst. Sag mal die Hälfte von dem Spielfeld, mir ist das nicht. Oh Gott, ey. Also das hört mir beim Spiel wirklich ab. Du gehst drauf und ist sofort ein Game Over und fängt wieder von vorne an. Es ist wirklich die Hälfte des Bildschirms ist gesperrt, da kannst du nicht hinfliegen. Und aber irgendwie reicht der Feuerrad aber auch nicht aus. Der Dauerfeuer ist ja schon, aber ich mach mal Dauerfeuer aus, vielleicht blockiert das ja irgendwie, ob es dann besser läuft. Also du hast keine Ausweichmöglichkeiten. Na, nee. Also, schlecht designt. Komm, machen wir doch noch ins Emerald. Emerald, war denn hier so ein Arc? Der mit den großen Ohren, blink, 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 wo du Edelsteine ansammeln musstest? War das nicht Emerald? Ja, du aufgeladen wirst du hier in diesem Kreis, was da war. Du hast keine Auswahlmöglichkeiten. Du hast wirklich von dem Spielfeld, also musst hier oben 25% sind gesperrt und nochmal 25% gesperrt. Da kannst du nicht. Mal was mir als wenn das eine Art wie Border Dash war. Okay. Nein, will ich doch nicht. Exit, ne? Diese, ja, war so ein Boulder-Dich nach. Platz war das gewesen. Genau, ein Boulder-Dich war das gewesen mit diesen, wo ich die Spielfigur mal so niedlich fand, ey. Die riesigen Augen, ey. Oh, aber Boulder-Dich ist die Steuerung besser. Die ist ein bisschen, oh, die hat einen kleinen Latenz drin, ne? Hä? Wo bin ich jetzt? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo bin ich jetzt gerade? Okay. Gut, gibt es hier noch einen Ausgang dann? Ja, die Zeit wird unten abgelaufen sein, aber warum sind doch hier irgendein Ausgang gehen? Ach, da oben. Nee. Sollten sie in den Zeitfenster alle da kriegen? Oh, ey. Hallo Steuerung. Ja, jetzt bringt die weg. Also 20 Stück muss ich in der kurzen Zeit schaffen mit der haktigen Steuerung.
hab in der zusätzlichen Feuertasten gehabt. Du hast das hin gedrückt. Ach. Okay. Ach komm, dann immer Fastbreak auf eine andere. Also, The Border Dash ist besser. Nimm mal das Ding jetzt noch. Okay. Die Taste ist böse. Ja, danach ist Schluss, weil ich habe ein Problem. Mein Bier ist alle. Auch noch ein neues Bier. Ach, hi, Pixelpoldi. Jetzt erwarte ich gar wieder was bei den Ladezeiten. Mhm. Hab die 2 Stunden halt gar langsam auch voll, ich mach da echt Feierabend. Ja, Abendessen gab's hier schon. So, okay, jetzt hast du geladen. Boah, für einen schwarzen Bildschirm nicht schlecht. Die Ladezeit. Ah. Ach, ein Basketball. Fastbreak. Ich werde jetzt nie auf Basketball kommen. Okay, den Ausdruck wird es bestimmt beim Basketball daneben. Hi, Adam. Hi. Dezente Nike-Werbung. Aber nur dezent. Cool. Also Space starten. Ah. So, habe ich jetzt den Ball? Ich bewege 2 Spieler gleichzeitig. Hä? Ach, da sind die Gegner. Also ganz auf mein ehrliches Bewusstsein jetzt nicht geworfen irgendwie wird. Das Gegnerteam. Ach, warte mal, es wird jetzt. Ach, das ist ein 2-Spieler-Spiel, was ich habe. Oder was? Ja, jetzt bin ich ja okay, ja. Aber also intuitiv ist die Steuerung ohne jetzt. Ich kann. Ach so, ja. Gut, bringt nichts, ja.
Nee, ich möchte eigentlich aus dem Spiel jetzt raus. Ich würde es mal neu starten, aber wo die ganze Dinge mal neu laden, habe ich jetzt auch keinen Bock. Nee, dann machen wir jetzt noch irgendein anderes. Gut, irgendwie hätten zwei Spieler startet. Ja, hat jetzt mal neu starten, das Ding. Frankenstein. Komm, das ist ein guter Abschluss. Frankenstein hört sich schon mal gut an. Warte mal, das kann natürlich auch sein. Warte mal, habe ich die auf dem gleichen Port gemappt? Das ist jetzt mal ein guter Hinweis, ey. Input Devices. Joystick. Warte mal. Ja, dann müsste ich hier keinen machen, wa? Glaube ich jedenfalls. Och, Kindchen, was denn jetzt? Alter, was ist das denn, wa? Wie war nochmal das Umschalten gewesen? Ach, Knas. Ach so, vielleicht sollte ich hier, ha. Ja, 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 ist okay. Nö. Bild sieht echt gut, aber ich map jetzt mal wieder zusammen. Aber irgendwie will das Spiel nicht starten, hallo. Ja. Ja. Los. Und einzige Doofe ist, passiert nichts. Er startet es nicht, schade. Ach, bist da, warte. Da mach ich mal Feierabend. Ich probiere das nochmal irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ja, Frankenstein reizt mir jetzt irgendwie auch, wie das aussieht, aber er macht halt nichts. Das versteht. Ich kann noch mal kurz mal anders mappen. Ne, macht doch hier nichts. Lädt nicht. Mal F-Tasten irgendwie. Ne, macht nichts. Gut, dann mache ich ja Feierabend. Bis zum nächsten Dienstag. Ja, Donnerstag werde ich mir schaffen, beim Stammtisch mitzumachen. War schön, dass ihr wieder da wart. Gegen nächstes Mal schmeiße ich vielleicht wieder einen Atari an. Hab jetzt ein paar Spiele noch besorgt, die müssten die Woche kommen. Oder auch wieder C64. Macht ja auch Laune, das Ding zu spielen. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.